Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmekoi. Heute der zweite Teil bei Stefan. Ja. Und hier mal dein nächstes Spielzeug. Habe ich mitverfolgt die letzten Monate. Richtig. Hast du Stück für Stück aufgebaut. Ja. Du hast hier deine 1,5 Kubik Innenhalterung. Mhm. Und erzähl, wie war der Aufbau? Hast du Spaß gehabt? Was hast du verändert? Wie ging es dir hier mit der Innenhalterung? Ja, im Vorfeld musste einiges gemacht werden hier am Schuppen. Wir haben ihn angehoben, 10 cm, haben eine vernünftige Betonplatte eingebaut. Isoliert den ganzen Schuppen und dann ging es los mit der Innenhalterung, Aufbau. Es hat Spaß gemacht. Es gab das ein oder andere Hindernis beim Aufbau, aber ja. Hast alles schön isoliert, die Wände dick isoliert mit Styrodur, Decke, Styrodur. Hier schöne isolierte Platte zwischen. Unten drunter, genau. Damit du auch im Winter hier Spaß haben kannst. Ja. Und was hast du hier für Fisch drin? Hier habe ich jetzt noch 3 Karashi drin. Mhm. Das sind die Yellow Monkey von Durazo. Von Dainichi sind die, Entschuldigung. Und einen Kohaku habe ich noch mit drin als Pilotfisch. Mhm. Diese sollen jetzt bis nächstes Jahr Frühjahr hier drinnen bleiben. Mhm. Ich fahre momentan mit 23,5 Grad hier im Becken. Ja. Das sollen sie auch weiterhin haben bis zum Frühjahr. Mhm. Also kannst du auch heizen? Hast du eine Heizung dran? Ja, sind 2 Heizstäbe drin. Mhm. Und mal schauen, was daraus wird bis zum Frühjahr. Bist gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Richtig cool, dann würde ich sagen, gucken wir uns als nächstes mal deine Technik im Detail an. Deine Innenhalterung, du hast hier ein 1500 Liter PE-Becken und dann hast du hier deine 3 Tosai und einen Pilotfisch aus dem Teich, ne? Ja, richtig. Ja, das ist vernünftig, nicht gleich überbesetzt. Du hast die praktisch auch neu gestartet. Am Anfang hast du schon einen Nitritpeak gehabt, ne? Ja, da gab es, die Werte waren nicht so optimal. Ja. Aber jetzt läuft alles rund, sagst du. Jetzt läuft alles rund und ja. Gute Umwälzung. Du hast hier schön mit Armaflex isoliert. Genau. Hast du auf Styrodurplatten gestellt, Doppelstickplatten drüber, damit du die Temperatur hältst. Man sieht auch hier richtig schöne Umwälzung. Das Wasser ist klar. Hast noch ein bisschen Salz drin, ne? Ja. Deswegen haben wir noch ein bisschen Film drauf. Aber ansonsten sieht das super aus. 1500 Liter, da kann man schön Spaß haben. Du hast hier auch die Flexbeam drüber von LED Aquaristik. Wie bist du mit zufrieden? Sehr gut. Das ist die 75 Watt, ne? Ja. Gefällt mir sehr gut. Richtig gut. Hat auch keine Probleme gemacht, ne? Nee. Und dann schauen wir uns als nächstes, würde ich sagen, einmal den Filter an. Du hast ursprünglich, hast du das Ding hier nur mit dem Beat? Ja, am Anfang war das nur der Beatfilter und später kam dann die Diode noch dazu. Habe ich dir gesagt, mach dir noch eine Biologie dahinter. Mach dir da was Vernünftiges dahinter, dann wirst du Spaß haben mit der Anlage. Diesem Rat bin ich dann gefolgt und seitdem ist es auch deutlich besser geworden. Seitdem ist es deutlich besser geworden, ja. Ja. Der EB40 kann man machen, ist ein bisschen kleindimensioniert, selbst in 1,5 Kubikbecken, aber bei dem Besatz funktioniert das. Bei 4 Fischchen, da schafft er das. Wie oft musst du spielen? Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen. Spüle ich den einmal durch und dann. Man sieht auch, dass er langsam eingefahren ist. Hier ganz normal mit dem Blower. Eine 10.000er Pumpe. Und dann drückst du vom Beat durch eine 40 Watt UVC. Genau. Einmal oben in den Bioturm. Ja. Da ist auch ordentlich Umwälzung. Und du sagst, mit dem Bioturm gingen die Wasserwerte dann auch ratzfatz wieder runter, ne? Ja. Das hat ein paar Tage gedauert. Mhm. Dann war schon eine Besserung feststellbar. Alles hier picobello aufgebaut und dann geht es vom Bioturm dann dementsprechend sauber vor Ort zurück in den Teich. Ja, schöne Nummer. Alles picobello, 2 hat Belüftung, hast du 2 Stück. Habe ich dir nur noch geraten, dass du die auf Redundanz machst, dass die beide auf dieselbe Leitung drücken. Das heißt, wenn eine ausfällt, dass dann auf jeden Fall beides noch belüftet wird. Biofiltervolumen zum Beckenvolumen passt, Vorfilter passt auch. Einwandfreie Nummer, sieht gut aus, alles schön verschaltet, einzeln abgesichert, hast dir richtig Mühe gegeben, ist richtig gut geworden, Luftfeuchtigkeit ist, solange die Doppelstickabdeckung drauf ist, auch überhaupt kein Problem, sagst du. Nee. Das läuft eigentlich, hast auch alles schön dick isoliert, super Nummer, alles übersichtlich aufgebaut, kommst überall ran, genauso macht man das. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal zum Abschluss die Wasserwerte an. Wir haben einen pH von 7,8. Wir haben eine Sauerstoffsättigung von 97%, 8,5. Und wir haben nicht nachweisbares Ammonium und ein Nitrit von kleiner 0,1.
Die Anlage läuft jetzt, glaube ich, seit 3-4 Monaten. Das heißt, der Biofilter hat noch Luft nach oben. Aber auch hier alles im grünen Bereich. Hier ist auch alles gut dimensioniert und vom Filter-Setup her vernünftig aufgestellt. Alles picobello aufgebaut. Schöne, saubere, runde Sache. Da kann Stefan jetzt über den Winter sehr viel Spaß mit haben. Und genau mit diesem schönen Blick verabschiede ich mich auch für heute. Wenn euch der Blog gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst mir ein Like da. Wenn auch ihr euren Teich oder in den Hedderungen im Blog sehen wollt, zögert nicht, schreibt mir eine E-Mail an wimme-koi@gmx.de. Bis denn!